Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung. Jetzt kann man sich unter Beratung oft nicht so sehr viel vorstellen. Daher möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video einen kleinen Einblick geben über unsere Arbeit und was Sie als Kunde von einer Zusammenarbeit wirklich hätten. Also Beratung ist so individuell, wie auch Ihr Unternehmen individuell ist und wie auch Ihre betrieblichen Herausforderungen individuell sind. Und da gibt es immer wieder betriebliche Herausforderungen, die einen wirklich an die Wissensgrenze bringen können als Unternehmer. Zum Beispiel, wie bekomme ich eine gute Unternehmenskultur und wie schaffe ich ein gutes Betriebsklima? Sowas kann man nicht einfach kaufen, das muss man entsprechend erarbeiten und dafür gibt es Lösungen und entsprechende Konzepte. Oder wie kann ich die richtigen Fachkräfte finden in der heutigen Zeit? Wie kann ich mich als Arbeitgeber mit meinem Arbeitgebermarke wirklich darstellen, dass ich viele gute Bewerbungen bekomme? Und wie kann ich meine guten Mitarbeiter auch wirklich langfristig halten, damit die Fluktuationsrate möglichst niedrig ist und damit auch relativ wenig Geld verbrannt wird durch irgendwelche Wechsel? Oder ganz brandaktuell auch, wie kann ich das Thema Lieferketten wirklich in den Griff bekommen? Wie kann ich meine Lieferanten einbinden, näher ans Unternehmen ranbringen? Wie kann ich da gute Beziehungen aufbauen, damit ich eben auch in Krisenzeiten zum Beispiel stabil an meinem Vormaterial bekomme, damit meine Produktion in meiner Werkstatt wirklich sichergestellt ist? Da ist es ganz, ganz oft sehr schwer, Gesprächspartner für solche Themen zu finden. Insbesondere dann zum Beispiel, wenn jetzt der Ehe- oder Lebenspartner nicht im gleichen Unternehmen mitarbeitet, was ja häufig der Fall ist, dass es ein Unternehmer-Ehepaar zum Beispiel ist, die den Betrieb führt. Oder wenn man eben seine Sorgen und Ängste vielleicht, die man auch hat, im privaten Umfeld nicht wirklich teilen möchte. Das sind solche Punkte einfach, wo man sagen muss, wo kann ich mich hinwenden, wo kann ich mit jemandem drüber reden, der dafür auch das entsprechende Verständnis hat. Und hier sind wir wirklich für Sie da. Wir hören Ihnen zu, wir verstehen Sie auch mit all den Schwierigkeiten, die derzeit vielleicht im Unternehmen herrschen und wir nehmen Sie ernst. Und vor allem können wir gemeinsam vertrauensvoll darüber sprechen, denn was wir miteinander besprechen, bleibt auch wirklich unter uns. Und wir können Vorschläge machen, wie man diese Herausforderungen wirklich meistern kann. Weil wir eben seit vielen, vielen Jahren am Markt sind und wirklich Werkstattbetriebe und Unternehmen in einem Produktionsumfeld nach vorangebracht haben und in vielen Projekten auch sehr viele Einblicke bekommen haben, was hat sich bewährt oder was waren vielleicht eher die Sackgassen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und genau aus diesen Erfahrungen heraus können Sie wirklich profitieren und die Vertraulichkeit ist dabei natürlich immer absolut selbstverständlich. Oder ganz anders, Sie haben ein Unternehmen, Sie stehen recht gut da, Sie sind stark am Markt und Sie haben neue Ideen. Und jetzt suchen Sie einen Sparringpartner, an dem Sie auch diese Ideen mal wirklich diskutieren können, indem Sie auch wirklich mal mitbekommen, was sind denn vielleicht auch so Dinge, die man vielleicht darauf achten sollte. Denn oft ist es ja so, dass man die große Euphorie hat über eine neue Idee. Man möchte eine Sache unbedingt voranbringen, von der man wirklich voll überzeugt ist. Und vor lauter Euphorie übersieht man vielleicht dann die Risiken und auch die bestimmten Dinge, die man erst erledigen sollte, bevor man die Idee wirklich dann zu einer großen Geschäftschance entsprechend umsetzen kann. Aus diesen Themen heraus haben wir letztendlich destilliert, es gibt so vier Kernbereiche, in denen wir seit vielen Jahren wirklich vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Das erste Themenfeld ist, wo es um das Unternehmensleitbild geht, um Ziele, um Geschäftsmodell, um Strategie und das, was also an Unternehmenskultur zusammen ist, das haben wir zusammengepackt in unsere UAS-Strategiewerkstatt. Die Strategiewerkstatt kümmert sich genau um solche Themen. Auch dafür haben wir entsprechend noch ein Video erstellt, was Sie auf der Internetseite finden, auf unserer Homepage. Da gehen wir ein bisschen mehr ins Detail rein, wie wir solche Themen mit Ihnen gemeinsam zusammenbringen. Das Themenfeld, wie kann ich mehr Geschäft mit den bestehenden betrieblichen Ressourcen erreichen und kann ich das irgendwie schaffen, dass wir viel weniger für die Katz arbeiten? Also Themen wie Prozessmanagement, wie Lean-Management zur Produktivitätssteigerung, das haben wir zusammengepackt in unserem Themenkomplex der UAS-Effizienzwerkstatt. Also wie kann ich effizienter werden, wie kann ich produktiver werden, wie kann ich meine innerbetriebliche Rendite und Marge erhöhen, ohne dass ich den Preis für den Endkunden erhöhen muss, sondern weil ich einfach meine Kostenposition senken kann. Dieses Thema UAS-Effizienzwerkstatt haben wir auch noch in einem weiteren Video entsprechend aufbereitet. Gucken Sie es auf jeden Fall mit an. Ganz brandaktuell und immer wichtiger ist auch das Thema Digitalisierung. Also gerade eben, wie kann ich betriebliche Abläufe, die jetzt vorher manuell waren und vielleicht sogar fehleranfällig waren, beispielsweise die Eingangsrechnungsverarbeitung, wie kann ich sowas wirklich automatisieren, damit ich meine wertvollen Mitarbeiter, die ich habe, nicht dazu brauche, um stumpf Belege zu scannen oder dann irgendwelche Rechnungen zu prüfen oder ähnliches. Sowas lässt sich gut automatisieren. Es kann natürlich auch wirklich ein ganz neues Thema sein. Denken Sie zum Beispiel an einen digitalen Showroom von einem
Betrieb, der Bäder- und Sanitärausstattungen zum Beispiel macht, möglicherweise auch in einem sehr anspruchsvollen Kundensegment, da macht es natürlich auch betriebswirtschaftlich einfach Sinn, darüber nachzudenken, investiere ich jetzt mehrere hunderttausend Euro in eine Bäderausstattung oder investiere ich tatsächlich mal wirklich in eine virtuelle Welt, wo dann mein Kunde mit einer VR-Brille zum Beispiel sich solche Dinge anschauen kann. Das sind Beispiele, die wir zusammengefasst haben in unserer URS-Digitalisierungswerkstatt. Und wer noch keine eigenes Unternehmen führt, aber eine gute Idee hat dafür, wie er sein Unternehmen eigentlich gründen möchte, eine Geschäftsidee hat, für den stehen wir mit Rat und Tat zur Seite in unserer URS-Gründungswerkstatt. Also schauen Sie sich doch bitte mal unsere Werkstätten nochmal genauer an auf unserer Homepage, vielleicht auch dazu die Videos einmal reinschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Sie dort als Besucher begrüßen darf. Und wenn Sie jetzt gerade so ein kleines Teufelchen auf der Schulter haben, was Ihnen ins Ohr flüstert, dafür haben wir jetzt keine Zeit, mach das später, du hast zu viel operatives Geschäft zu tun. Genau dann ist es der richtige Zeitpunkt, sich mal wirklich eine Auszeit zu nehmen, Stopp zu sagen, darüber nachzudenken, ob ich wirklich nur in meiner Firma arbeiten will, in meinem Unternehmen, oder ob es nicht an der Zeit wäre, mal wirklich an meinem Unternehmen zu arbeiten, kurz zu reflektieren, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin. Das ist den Ratschlag, den ich Ihnen geben kann. Nehmen Sie sich kurz die Auszeiten, das braucht nicht lange sein, das reicht mal ein Vormittag oder mal einen Tag irgendwo, wo es gut reinpasst, aber arbeiten Sie an Ihrem Unternehmen. Also, ein Blick in unsere Werkstätten, in die Strategiewerkstatt, in die Effizienzwerkstatt, in die Digitalisierungswerkstatt und in die Gründerwerkstatt lohnt sich auf jeden Fall und ich freue mich auf Ihren Besuch. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.